Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, der denn spielt das. Wir werden heute ein wenig S-Bahn fahren, beziehungsweise, ja, ihr seht's, die 425. Und zwar stehen wir hier in Basel-Bad Bahnhof und ich werde das Ganze mal starten. Moin, grüezi Kollege, du darfst heute einen Kurzläufer der Regionalbahn 20 bis Mülheim bringen. Zum Müller einbringen. Dort übernimmt dann ein anderer Kollege. Viel Spaß. Ja, damit starte ich einfach mal, würde ich sagen. So, legen den Richtungsschalter nach vorne und öffne die Türen, würde ich sagen. So, irgendwas scheint hier gerade. Jetzt funktioniert es. So. Machen den Spitzensignal nach vorne. So, machen Führerraumbeleuchtung an. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Machen wir das mal an. So. Das ist auch nicht von Wichtigkeit. Das sind die Türen. Ja, ich würde sagen, dann sind wir soweit fertig. Das brauchen wir nicht. Fahrschalter ist auch nach vorne, genau. Dann werden wir uns mal auch ein wenig draußen umsehen. So, das ist also unser Zug. Versuchen. Ja, vielleicht kriege ich ja sogar die Regionalbahn hin. Betriebsfahrt ist es nicht, Leerfahrt ist es nicht, Werkstatt nicht, S-Bahn, Regionalbahn. Berlin-Gesundbrunnen. Da sind wir überall verkehrt. Freiburg-Basel, Basel, Freiburg-Bad Krozingen, Hagen, Iserlohn, Siegen. Das ist alles nicht wichtig. Das ist alles nicht richtig. Ich fahre nach Mülheim. Ist ja Wahnsinn. Das war's. So, wir haben erstmal Ausfahrt, das heißt, ich werde das gleich nochmal ändern auf Regionalbahn. Aber als erstes werden wir jetzt mal die Ausfahrt genießen. So, wir lösen die Bremsen schon gelöst, dann geht's auf. Erste Station, Weil am Rhein. So, ich würde sagen, ich ändere das jetzt nochmal, damit wir hier ein wenig auf die Geschwindigkeit achten. Na, jetzt fange ich an zu spinnen. So, dürfen wir mittlerweile 120 fahren, dann wollen wir das natürlich auch tun. Seht ihr das? Das ist doch ein wunderschöner Ausblick, oder?
Wunderschön. Da unten die Straße, wunderbar. So, ich glaube aber, dass wir jetzt noch ein wenig bremsen sollten. Weil am Rhein auf Gleis 7. Fast pünktlich. So, erste Station. Hatting, Emmelding, Effringen, Hiesstein, Klein Kems, Rheinweiler, Bad Bellingen, Schlingen, Augen, Müllheim. Ankunft 11:21 Uhr. Ah, wir haben noch einen Haken. Wunderschön. Da kommt ein Güterzug. Warum auch immer der ohne Lok fährt. Auf geht's. So, Halting ist jetzt auch gleich schon die Ecke. Eine wunderschöne Strecke, wie ich finde. Also ich fahre sowieso gerne Freiburg-Basel, also muss ich wirklich sagen. Ist wirklich eine meiner Lieblingsstrecken, weil das so schön grün ist, so schön bergig und kurvig, ist einfach nur schön.
So, wunderbar. Ein kurzer Blick nach hinten. Ich will auch sehen, wann die Fahrgäste, wann hier keiner mehr einsteigt. Und auf geht's. So. So, nächste Station Effringen. Nebenan und holt es noch ein IC mitsamt einer wunderschönen Baureihe 101. So, und diesmal werden wir unsere 160 ausfahren, mit Sicherheit. Da bin ich garantiert sicher. Oder habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt? Wir hatten sie ausgefahren. Wunderschön. Gleich geht's in den Tunnel. Aber zuvor noch Unterhalt in Effringen.
Übrigens, mein Dank geht an euch allen, an alle, ganz langsam, an alle, die mich abonniert haben. Seit gestern ist es amtlich, ich habe meine 100 Abonnenten erreicht und dafür sage ich ganz offiziell ganz herzlichen Dank an jeden einzelnen von euch. Ihr seid toll, ihr habt das wirklich. Ich bedanke mich bei euch für euren Support und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin stolz, dass ich das so weit geschafft habe und ja, ich werde auf jeden Fall weitermachen und ich freue mich auf den Mai, weil erstens hoffe ich, dass das Wetter da besser wird und zweitens habe ich da Urlaub und natürlich werde ich da spotten fahren. Der ÖPNV soll ja für 3 Monate für 9 Euro das Ticket zu bekommen sein. Und das werde ich mir natürlich nicht nehmen lassen und da ganz entspannt zum Spotten fahren. Wo bleibt allerdings noch ein Geheimnis? Ihr werdet es dann auf jeden Fall in dem einen oder anderen Video erfahren. Ich habe da schon so einiges im Kopf und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, das Wetter wird da wunderschön und ja, mal schauen, wohin mich meine Reise zieht. Und mal gucken. So, schauen wir uns hier mal ein wenig um. Obwohl viel gibt es hier auch nicht zu sehen, muss man ehrlich sagen. Ein paar Häuser, ein bisschen Berg, eine Holzhütte und ein wunderschönes Auto. Das, naja, oder? Was sagt ihr dazu? Findet ihr das schön? Wisst ihr, was das für eine Marke ist? Ich kann es gerade nicht erkennen. Ich glaube, das ist doch dieser Nissan, oder? Nissan, ja, wie heißt der? Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Auf jeden Fall, ja, der ist es. So, widmen wir uns wieder unserer eigentlichen Aufgabe. Was ist das hier? Das sichere Radparksystem von Kanzler Stadtmobiliar. Ah, stehen auch Fahrräder drin. Ja, was sind denn solche Boxen? Okay. So, da ist unser Zug, der auf seine Weiterfahrt wartet. So, nächste Station ist Stein. Wie Stein, wie auch immer. Ah, da kommt schon ein Gegenzug. Eine wunderschöne Taurus. Den Sound hören wir uns doch noch an, oder? Doppeltraktion mit Güterzug. Wunderschön. Traumhaft. So. Eieieiei. Bremsen, 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 bremsen. Weil 80. So, es kommen ein paar Tunnel. Heißt das eigentlich Tunnel oder Tunnels? Ne, Tunnel, oder? Heißt Tunnel. Die Mehrzahl von Tunnel ist Tunnel. Tunnel. Ein Tunnel, zwei Tunnel, drei Tunnel. Ja, genau. Ich glaube, so ist es richtig. Ah, da kommt schon X-Style.
höre ich doch Diesel. Ich höre hier irgendwo Diesel stehen. Irgendwo habe ich gerade Diesel gehört. Ganz klar. Schauen wir doch gleich mal. So, wir öffnen die Türen und begeben uns mal auf die Suche nach dem Diesel. Da, schaut euch das an. Ich wollte doch sagen, ich habe was Diesel gehört. Eine wunderschöne Diesel-Lok 294. Traumhaft. Wunderschön. Die fährt wieder. Bleib hier. Meine Güte, findet ihr den auf einmal so schnell? Na egal, wir dürfen auf jeden Fall weiterfahren. Oh Gott. Da erhält noch eine 111. Und wir fahren weiter. Die hat das Dauerpfeifen. Falls aus dem letzten Loch. Wunderschön. KI-Verkehr wieder mal zum Träumen. Kann man nicht anders sagen. Ich bin viel zu schnell. Ich bin viel zu schnell. Viel zu schnell. So, nächste Station Kleinkems, wo auch immer das sein mag. Ich war noch nie dort. So, ich denke, die nächste Station werden wir nicht pünktlich erreichen. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Wird sich jetzt leider eine Verspätung einschleichen von ein paar Minuten bzw. von ein paar Sekunden. Aber ich denke, das ist hoffentlich noch verkraftbar. F27 Sekunden ist es dann am Ende geworden. Schauen wir mal, ob wir einen Haken kriegen oder ein Kreuz, beziehungsweise X. Schauen wir mal, wie gnädig der Simulator mit uns ist.
Na, das war dann wohl doch zu viel. Na egal. Es geht ja nicht um das perfekte Szenario, sondern um den Spaß und den habe ich definitiv. So, weiter geht's. Aber wie gesagt, es ist eine wirklich wunderschöne Strecke, wenn man sich das hier mal so anschaut. Also die unglaubliche Weite ist einfach nur traumhaft. Kann man nicht anders sagen. Nächste Station Rheinweiler. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bisschen dreckig die Gute, aber es geht noch, es geht noch. So, nächste Station Bad Bellingen. Ich hoffe, euch gefällt diese kleine Regionalbahnfahrt hier quer, hier schön durch die Weinberge und
Also ich finde, es ist eine wunderschöne malerische Strecke. Schaut euch hier die Weinberge an, es ist einfach nur traumhaft. Und ob ich das Szenario jetzt erfolgreich abschließe oder nicht, ist mir im Nachhinein bzw. jetzt auch ja, relativ egal, weil es geht hier nicht ums unbedingte Schaffen des Szenarios, sondern um den Spaß, um das, was man hier zu sehen bekommt. Und das ist allerlei, finde ich. Da schön, dazu der schöne Triebzug. So, Ankunft. Auf geht's. So, soll ich das auf 100 beschleunigen? 160? Nein. Macht, glaube ich, keinen Sinn mehr. Ich hatte eigentlich ursprünglich ein anderes Szenario geplant. Ich wollte eigentlich Transimber 2 fahren, S9 Wuppertal-Fellbad, aber das ist leider nicht möglich. Wäre schön, wenn es diese Streckenerweiterung gäbe. Hat da jemand eine Ahnung, wann oder wo es die gibt oder ob es die bald gibt? Weil ich hatte eine Userin, die diesen Szenario-Wunsch hatte, mit der S9 von Wuppertal bis nach Fellbad. Also es wäre hilfreich, wenn da jemand wüsste von euch, ob es diese Streckenerweiterung für TradeSimWorld 2 schon gibt oder ob es sie in nächster Zeit geben soll. So, wenn ihr da irgendwelche Infos habt, lasst sie mich gerne wissen, schreibt sie in die Kommentare, wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ihr hört sie wahrscheinlich, ich bin auch ein bisschen erkältet. Ich glaube, ich habe mich bei meinem Sohn angesteckt.
So, dass wir jetzt die Verspätung mitschleppen, ja, kriegen wir auch nicht mehr raus, aber das ist jetzt eigentlich auch schon S-Punkt egal. So, als nächstes haben wir dann noch Augen oder Augen und schließlich Müllern. Vorletzte Station ist in Sichtweite. Eigentlich sollten wir jetzt schon in Müllheim sein. Aber das wird nicht ganz hinhauen. Da kommt uns was entgegen. Ein ICE. Wunderschön. So, wir öffnen ein vorletztes Mal die Türen. Einstieg nur mit Fahrausweis. Ja, das versteht sich natürlich von selbst. Da verschwindet sie, unsere Regionalbahn, auf und in den Horizont. So, und Müllheim ist dann auch nicht mehr weit.
So, aber bin ich noch vorziehen, bin sowieso zu spät. So, ich denke, das dürfte genügen. Wir öffnen die Türen, wir gehen uns nach draußen. So, hier endet das Szenario und das Video. Ich wünsche euch, beziehungsweise ich hoffe, dass es euch einigermaßen Spaß gemacht hat. Es hat gut angefangen. Zum Ende wurden wir dann leider in eine Verspätung reingezogen, die wir nicht mehr aufgeholt haben. Aber ja, es ist an sich ein schönes, süßes, kleines Szenario mit schönem KI-Verkehr, wie ich finde, einer wundervollen Strecke, kann man nicht anders sagen. Ja, sie haben es nicht erfolgreich beendet, das war abzusehen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bleibt mir treu, bleibt gesund, passt auf euch auf, habt noch einen schönen Samstagabend, ein schönes Restwochenende. Morgen schaffe ich es leider nicht, ein Video zu produzieren, weil ich morgen auf einer Taufe bin. Und ja. Bleibt sauber, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Bye bye, bis dann. Und nochmals danke für die 100 Abonnenten. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Bye bye.